Hallihallo und willkommen zurück zu einem zweiten Neujahrs-Update-Video. Dawn of Zombie Survival. Wie angekündigt, will ich euch zeigen, wo wir die Sachen für den Weihnachtsbaum finden. Und dazu bin ich jetzt einfach mal in den Stillen einspaziert. Ich will euch jetzt nicht lange mit Farmerei aufhalten. Oder langweilen, sagen wir es mal so. Das macht er alles oft genug. Wir gucken jetzt erstmal Rette das neue Jahr. Das ist nämlich das Event, wo alle Spieler mitmachen. Und zwar erhalten wir Punkte für besiegte Gegner. Je gefährlicher ein Gegner, desto mehr Punkte bekommen wir. Die Punkte aller Spieler füllen den Ereignis-Fortschrittsbalken auf. Die Anzahl deiner erzielten Punkte findest du unter deinem Beitrag. Du kannst gegen andere Überlebende antreten und tolle Preise gewinnen. Unter Herausforderungen im Ereignisfenster erfährst du mehr dazu. So, Ereignisfenster, ich gehe einfach mal auf Führende. Genau, da haben wir das Ereignisfenster. Töte verbannte Banditen und andere Gegner, Ereignispunkte sammeln und einen Herausforderungsmodus freischalten. Wie ihr seht, ich habe 126 von 200. Das heißt, ich muss noch so ein paar Gegner töten. Und das machen wir jetzt. Ich war eben schon ganz kurz drin. Hab einen getötet. Und da haben wir auch schon ein bisschen Lametta gefunden. Wie gesagt, ich will euch mit der Farmerei jetzt nicht auf den Wecker fallen. Deswegen töten wir jetzt einmal nur die Gegner. Um zu sehen, was denn für eine Ausbeute zu erwarten ist. Weil die meisten Sachen lassen die getöteten Gegner fallen, wie ihr seht. Wie gesagt, hier in diesem Gebiet gibt es ein bisschen mehr wie im Eisenödland. Also bisher zumindest bei mir. Vielleicht schwankt das auch, ich weiß es nicht. So oft war ich jetzt noch nicht da. Der hat leider nichts, der Kollege. Manone, gib doch mal was her. Das ist tönig groß, hier gibt es so viel zu holen. Da gibt es gar nichts. Ja, aber da haben wir wieder was. Und dann müsst ihr Ausschau halten nach grünen Bäumen. So einem hier, jetzt ist natürlich dunkel. Das ist ein grüner Baum, alle anderen sind so ein bisschen herbstlich. Die auf jeden Fall mitnehmen, weil ihr erhaltet Tannenzweige. Wichtig für den Weihnachtsbaum. So, hier schaue ich auch noch mal schnell rein. Leder. So, in der Regel, also in diesem Gebiet gibt es zwei Tannenbäume. Bis jetzt zumindest immer. Die unterschiedlich viele Tannenzweige fallen lassen. Und ihr seht hier jetzt immer links bei Rette das neue Jahr. Wenn ich einen Gegner besiege, ploppt da immer so ein Punkt auf. Im kleinen Gebiet ist es leider nur ein Punkt. Da, zack. Das sind eure Punkte für dieses Spielchen da gegeneinander. Hier haben wir den zweiten grünen Baum. Drei Tannenzweige, das ist natürlich toll. Vorhin hatte ich bloß zwei.
Jawohl, dann mal wieder ein bisschen Baumschmuck. So, kommt her. Hier leider nicht. In den größeren Gebieten, wie gesagt, gibt es dann auch mehr Punkte für die Gegner. Aber ich wollte euch jetzt halt nochmal zeigen, das Prinzip eigentlich ist es ja logisch und immer gleich. Bei den Tieren leider nicht, aber da gibt es halt Fleisch, brauchen wir immer, ich zumindest. Wen haben wir hier? Noch einen Verbrannten. Auch wieder nichts dabei. Hier haben wir wieder was bei. Ah, auf den habe ich doch schon gewartet. Auf die 10 Jungs hier. Davon gibt es ja immer 2 im Gebiet. Zack. Noch ein Verbrannter. Jawohl, 2-mal Baumschmuck, so habe ich das gerne. Der hat wieder mal nichts. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. So, mir fehlt noch einer. Der da. Nun, Mann, ist so dolle, ich habe keine Heilung mehr. Die muss ich mir erst in Häuser besorgen. Jawohl. So, der hat 6 Punkte gebracht. Der war ein bisschen widerspenstiger. So, an Gegnern müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Jetzt gucken wir natürlich noch mal eben schnell in die Kisten. Ob wir da auch noch was finden? Nahrung. Gepär. Dann gucken wir hier noch rein. Da haben wir was. Das futtern wir auf. Das nehmen wir mit. Oh. Na, dann müssen wir erstmal die Bärchen essen. Also wie ihr seht, in den Schränken ist auch ab und an mal was drin. Jawohl. Gehen wir noch ins andere Haus gucken. Ja, hallo. Fleisch, gib her. Ach, hier waren wir auch noch nicht. Nee, wollen wir nicht. Einmal Kommode. Jawohl. Nehmen wir. Das nehmen wir auch. Das ist ja schon wieder interessant hier. Okay. Wir können jetzt noch mal schnell nach unten gucken, ob es da auch noch was gibt. Und dann gucken wir uns die Ausbeute mal an. Next, please.
Der hat nichts. Der will immer nicht gesucht werden hier. Ach, eigentlich wollte ich die alle mitnehmen. Na gut, das ging mal in die Hose. Auch nichts. Hat zum Anziehen, sehr gut. Noch eine Leiche. Ja. Aber hier gibt es offensichtlich keine. Weihnachtsbaumartikel, sage ich mal. Ich habe zumindest auch noch keine gefunden. Aber es hätte ja sein können, dass es ganz selten vielleicht doch mal was gibt. Nix. Auch nicht schlecht. Und last but not least. Okidoki. Ja, ich denke, soweit sind wir hier durch. Ich gehe jetzt gleich nochmal gucken, ob es noch was Nützliches gibt. Irgendwo. Und ansonsten schauen wir mal. Wir haben 4-mal Lametta gefunden, 3 Girlanden und 6 Bonbons und 6 Tannenzweige in dem kleinsten Gebiet. Je höher ihr jetzt geht, im Gelben und Roten wird es davon natürlich deutlich mehr geben. Ja, ich gucke mal, ob ich hier noch was Nützliches finde und dann sehen wir uns in meiner Base zum Schmücken. Tada, zurück auf meine Zuflucht, in meiner Zuflucht. Zack. Weihnachtsbaum. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Aber es liegt noch eine Menge Weg vor mir. Also, 4 Lametta. 3 Girlanden. Und 6 Bonbons. So. Baumdekoration. Ah ja, in den Neujahrsbelohnungen. Ich verstehe. Und da sind wir noch nicht angekommen. Und wir haben noch ein paar Tannenzweige. 55 ist auch eine Menge. Jo, so viel zum Weihnachtsbaum schmücken. Von wem ihr es bekommt oder was ihr dafür tun müsst. Ich denke, im nächsten Video gehen wir wieder in dieses Lager, was ich gestern ja schon gezeigt hatte, auf die einfache. Ich war heute, wurde mir dieses Totengräberlager wieder angezeigt, aber deutlich schwieriger wie gestern noch. Und ich war ein bisschen unvorbereitet und musste dementsprechend abbrechen. Morgen oder die Tage werde ich mich mal ein bisschen intensiver darauf vorbereiten und dann euch dran teilhaben lassen. Bis dahin, viel Spaß beim Sammeln und Zocken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.